Also ich bin eigentlich eher früher Bergsportler gewesen, so als Kind, von den Eltern her. Also viel mit Skitouren und Klettern gewesen. Und dann, sagen wir, in Nordrhein-Westfalen haben wir wohnen müssen, wegen der Schule und wegen der Familie. Und da geht eigentlich nicht viel was mit Klettern oder irgendwann. Und dann ist das Radfahren eigentlich das Einzige gewesen, wo man wirklich raus hat gehen können in die Natur. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Da ist ganz, ganz viel Natur, ganz viel Berg, aber du kommst halt auch weiter als zu Fuß. Dann hast du das ganze Thema Fahrtechnik, Schwierigkeiten, Tempo, all diese Geschichten mit drin. Und das Gesamtpaket ist halt das, was mich wirklich reizt. Mir macht die Konzentration Spaß, die Fokussierung, die es braucht beim Mountainbiken und dieses Gesamterlebnis. Ich finde einfach, im Mountainbiken ist eine Faszination in der Art und Weise, dass ich es immer und überall eigentlich betreiben kann. Es gab mal so einen schönen Spruch, du brauchst eigentlich nur einen Kantstein und kannst schon den ganzen Tag glücklich sein. Weil ein Mountainbike, da steckt ganz viel Potenzial drin. Nicole, Harald, Matthias und Basti als begeisterte Mountainbiker zu bezeichnen, wäre untertrieben. Sie sind leidenschaftliche Mountainbiker, die ihren Sport mit so viel Enthusiasmus betreiben, dass er für sie viel mehr ist als ein schönes Hobby. Matthias organisiert und leitet, genauso wie Basti, Mountainbike-Reisen. Nicole fährt erfolgreich mit bei Downhill-Rennen. Harald lebt als Mountainbike-Profi von Sponsoren und Vorträgen und ist, genau wie Matthias, engagiert in der Ausbildung von Mountainbike-Guides. Mit der Auffahrt zur Lavarella-Hütte in den Farnes-Dolomiten starten die vier heute zu einer Tour, die für alle etwas ganz Besonderes werden wird. Die Wege, auf denen Mountainbiker hier in der Gegend normalerweise fahren, wollen sie nämlich bald verlassen. Sie wollen Neuland erkunden. Und von da geht's dann nachher weiter hoch auf den Berg. Also ich schätze mal, ab hier etwa werden wir tragen müssen. Das geht etwa 700 Höhenmeter hoch, bis wir dann beim Biwak ankommen. Und direkt neben dem Biwak, das ist quasi direkt an der Abbruchkante, hat es zwei so kleine Gipfelchen. Und die kenne ich noch nicht. Also ich habe mir das mal angeschaut, so auf der Karte und im Internet. Und es könnte ganz spannend sein vom Weg her. Also es ist ein sehr gut gebauter Weg, aber zwei schon relativ wilde Gipfel. Schätzt euch da selber ein, ist es schlau, da runterzufahren oder nicht, weil der wird dann auch zunehmend schwieriger und abgründiger. Also gerade so nach oben hin ist dann richtig wild. Und da soll jetzt keiner irgendwie meinen, sich heute zu beweisen, sondern wirklich das gefährliche Gelände anfangen. Ist es dann von da weg gleich immer wild oder sind das Stellen, wo man sagt, okay, vielleicht schieben wir da einfach und tragen durch und dann geht's auch wieder weiter oder ist das dann einfach Schicht im Schacht? Also es ist so, dass hier ist erstmal eine Sektion, wo es wirklich auch fahrtechnisch schwierig wird. Wenn du da irgendwo seitlich runtergehst, dann ist halt direkt Absturz. Aber man sieht das sehr gut, wenn du hochgehst. Das heißt, das sehen wir uns eh dann an und dann können wir entscheiden. Wir schauen uns das einfach an und mir wäre halt einfach wichtig, dass wir da jetzt keinerlei Druck haben, dass wir da jetzt fahren müssen oder sowas. Weil das ist wirklich auch eine schöne Wanderung. Das ist sehr beeindruckend, weil da alles voll ist mit Stellungen und der Weg auch wirklich wunderschön ist und macht eventuell ohne Radl sogar mehr Spaß als mit. Wilde Gipfel, Abgründe und Absturzgelände. Natürlich gibt es das alles zuhauf hier in den Dolomiten. Die üblichen Mountainbike-Touren jedoch folgen eher sanfteren Wegen, wie diesen breiten Schotterpisten. Unsere vier jedoch brennen darauf, solch breite Straßen so bald wie möglich zu verlassen.
Dort hinauf wollen sie heute. Mit ihren Mountainbikes. Obwohl sie die über weite Strecken hinauf tragen müssen. Eine ziemlich ungewöhnliche Art, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich nenne es einfach Bikebergsteigen, weil ich, also das ist jetzt nicht, dass wir uns als große Bergsteiger sehen, weil wir sind halt tatsächlich auf Wanderwegen unterwegs. Aber ich sehe da schon viel Parallele zum Skibergsteigen zum Beispiel. Also da ist das für mich halt eine recht ähnliche Geschichte. Weil wenn du jetzt eine Skitour auf den Berg hochgehst und den Berg wieder runterfährst, dann machst du eigentlich genau dasselbe wie wir. Und für mich ist, glaube ich, das Hauptfaszinierende dran, dieser Erforscherdrang auch mit dabei. Bei mir in den Alpen haben wir unglaublich viel Wege, viel Gelände, wo man jetzt auch mit dem Mountainbike noch nicht war. Und ich finde das halt massiv spannend, mir das einfach anzuschauen, auf einer Karte zu brüten, zu überlegen, mal, könnte der Weg funktionieren oder nicht und das dann auszuprobieren. Harald ist seit vielen Jahren einer der Vorreiter des Bikebergsteigens. Nicole, Matthias und Basti wollen die Sache heute mal ausprobieren. Die Grundvoraussetzung dafür bringen sie mit. Sie beherrschen ihre Fahrräder perfekt. Sogar in den Spitzkehren steiler Wanderwege. Apropos Wanderwege. Dass Mountainbiker solche Wege nutzen, ist manchen Fußgängern ein Dorn im Auge. Wobei das Verständnis füreinander allmählich wächst. Insgesamt, wenn man jetzt zurückblickt, die letzten 5 oder 10 Jahre, habe ich zumindest das Gefühl, dass sich doch sehr, sehr viel wandelt. Man trifft doch immer viel, also immer mehr Leute, die einfach mit dem Respekt voreinander sich begegnen, die halt einen Ratsch haben. Man geht zur Seite, man lässt vorbei. Es gibt sogar ganz nette Szenen wie kürzlich, wo mich mit einer Gruppe so ein älteres Ehepaar überholt haben. Wir haben uns kurz gegrüßt und ich war der Letzte in der Gruppe und fahre so vorbei und höre dann hinter mir, wie sie sagt, also das mit den Mountainbikern, das hat sich auch irgendwie so verbessert. Die scheinen erzogen worden zu sein. So. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn jeder sich da so ein bisschen auf den anderen einstellt, dann passt das auch. Über die Hälfte der Zeit sind wir eh auch Wanderer quasi. Wir sind ja beim Berghochgehen, wir haben halt Wanderer mit Übergepäck, die radeln auf den Schultern und haben da auch quasi den kompletten Erlebnishorizont eines Wanderers. Also da sind wir tatsächlich gleich unterwegs. Du hast halt diesen meditativen Rhythmus des Berghochgehens und schaust dabei in die Natur und erlebst die halt auch voll und ganz. Und es dreht dann halt eigentlich so bei der Abfahrt um. Da sage ich mal, für einen Wanderer ist der Abstieg eigentlich meistens eine recht unschöne Geschichte. Das ist nicht gut für die Knie und das ist auch so wieder abbauend. Du gehst quasi zurück ins Tal und wir holen uns da halt mit den Fahrrädern noch einen richtigen Spaßfaktor mit rein. Also du merkst dann plötzlich, dass so ein Weg so einen Rhythmus hat. Du kannst dich selber herausfordern mit Schlüsselstellen, schwierigen Stellen und hast halt tatsächlich bergunter noch mal massiv viel Spaß. Das Bivacco della Pace, direkt an der alten Frontlinie des Ersten Weltkriegs. Eine kleine, unbewirtschaftete Hütte, in der die 4 heute übernachten werden. Bis hierhin war es mit den Rädern auf den Schultern zwar anstrengend, aber ungefährlich. Das große Finale des ersten Tages steht allerdings noch aus. Die Besteigung des Monte Cavallo und vor allem die Abfahrt vom Gipfel. Mitten durch diese Felsflanke schlängelt sich der Weg auf den Cavallo. Ein alter Kriegsweg. Am Anfang noch so breit, dass man sich zumindest vorstellen kann, hier mit dem Fahrrad zu fahren. Weiter oben jedoch wird der Weg schmaler und steiler.
und er führt ständig direkt am Abgrund entlang. Ein Gelände, in das sich Matthias, Nicole und Basti mit ihren Fahrrädern noch nie gewagt haben. Horizonterweiterung mit Harald Philipp. Ja, also wir fahren natürlich seit vielen Jahren auch zusammen. Ich kenne Harald aus dem Lehrteam. Und wir haben schon einiges auch zusammen gemacht. Und ich weiß, was er so treibt. Und ich weiß, dass das eigentlich die Stufe ist, wo ich bisher noch nicht hingehe. Und jetzt heute wollen wir mal schauen, was wir da oben vorfinden. Und wollen uns das auch gemeinsam ganz genau anschauen. Ich glaube, schlauste Linie ist, wenn du von oben und rechts und dann rein. Genau, wenn du einfach an der Bergseite bleibst, weil da kannst du es schon abrollen. Ja. Schau mal, das ist so ein Ding. An sich fahrbar. Aber da ist halt echt wichtig, wie du hinkommst und wie du dich da fühlst. Da, wenn es nicht hundertprozentig passt, steigt der Marsch noch ab, das sage ich euch gleich. Ich würde es halt ganz oben an der von oben gesehen rechten Seite fahren. Ja. Weil da kannst du es schön abrollen, hier, da hat es keine höheren Absätze drin. Okay. Du musst halt echt aufpassen, dass du da dich wirklich am Hang hältst. Mhm. Geh mal weiter. In meinen Augen, wenn du auf dem Berg unterwegs bist, dann solltest du nicht irgendwie was versuchen. Irgendwie so, oh, mal gucken, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. An so einem Weg, da hast du einfach keinen Versuch. Da gibt es ein Ja, Nein, ein Können oder Nicht-Können und ein Fahren oder es Nicht-Fahren und Absteigen. Nicole und Matthias lassen ihre Räder vor dem letzten Aufschwung stehen. Harald und Basti jedoch wollen die Abfahrt wagen. Also er ist jetzt tatsächlich auch noch mal schmaler, vor allem der Weg, als ich gedacht habe. Also da ist dann durchaus das Thema mit dem Lenker anstoßen eins. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viel ich von dem darunter fahre. Also das hat ganz viel mit Tagesform zu tun und mit Gefühl. Sobald ich da oben aufs Radl steige und so ein bisschen ein Gespür bekomme, dann weiß ich dann auch, wie viel ich davon im Endeffekt mache. Also ich rechne fix damit, dass da 4-5 Stellen drin sind, die man einfach sein lässt, weil es nicht schlau wäre. Das ist schon ein Weg, der wirklich an der Grenze der Fahrbarkeit ist, also auch für mich ganz klar. Und ich bin gerade auch wirklich hin und her gerissen, ob man da überhaupt einsteigen sollte mit dem Rad. Also wenn ich mich da in irgendeiner Weise verleiten würde, dann wäre ich, glaube ich, ja, muss man sagen, auf gut Deutsch dumm. Ganz ehrlich, mir geht's gerade super gut. Und ich brauche das Radl jetzt hier nicht für die paar Meter. Und das Eckrum ist alles fein, Komfortzone, das fahren wir nachher. Und hier oben bin ich nicht dabei, das ist kein Problem. Mir geht's genauso. Ich merke, dass ich jetzt hier an meine Grenze komme, allein das Rad hochzubringen, hochzutragen, weil es mir zu sperrig ist auf den schmalen Graten, da dann noch die Hände einzusetzen und so weiter. Das ist mir einfach, also da kenne ich die Dimension von meinem Rad nicht und fühle mich da nicht wohl. Alleine auf einem wunderschönen Gipfel der Dolomiten. Ein Traum für jeden, der es liebt, in die Berge zu gehen. Trotzdem, richtig entspannt ist die Stimmung nicht. Das Schwierigste nämlich kommt noch. Die Abfahrt. Wenn ich über so einen Stein fahre, das ist wie wenn ich den mit der Hand anfasse. Also das fühle ich intuitiv, ich kann nicht sagen durch einen Lenker oder durch einen Reifen, ich merke einfach, ist das jetzt ein rutschiger Stein, ist das ein fester. Man spürt sogar, ob so ein Stein so morsch hat. Also selbst das kann man spüren durch die Reifen. Harald weiß genau, was er kann und wo seine Grenzen sind. Trotzdem, ihn und auch Basti hier fahren zu sehen, ist nichts für schwache Nerven. Gute Entscheidung.
da unten, das letzte Stück, da, wo du halt vor die Holzbrücke kommst, das ist halt auch so ein bisschen skinny momentan. Deswegen bin ich abgestiegen, weil das war so. Ja. Also oben ging und unten hatte ich so das Gefühl, so, das ist jetzt aber schmal mit dem bloßen Schotter. Es ist krass, wie unterschiedlich so die Stellen sind, vor denen man sich anscheißt. Gell? Ja. Direkt unterhalb der Gipfelpassage ist der Weg zumindest ein bisschen weniger ausgesetzt. Eine Komfortzone, wie Matthias es genannt hat, ist er allerdings garantiert nur für äußerst routinierte Mountainbiker. Für Nicole mit ihrer langjährigen Downhill-Erfahrung sind solche Passagen ein Genuss. Kurz vor dem Biwak lässt die Konzentration ein klein wenig nach. Und schon passiert etwas, was ein Stück weiter oben fatale Folgen gehabt hätte. Dieser bisschen fies. Ich muss ganz ehrlich sagen, euch heute beim Fahren zum Teil zuzuschauen, da musste ich teilweise wegschauen. Echt? Ja. Und mir ist bewusst geworden, mich haben öfters schon Leute darauf angesprochen, wenn sie mich beim Downhill-Fahren sehen, wie kannst du das machen, das ist doch total gefährlich. Und ich habe mir immer gedacht, ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Fährt man halt oder fährt man auch nicht, aber es ist alles gut eigentlich. Ne? Und heute war ich in der Position, in einigen Teilen des Zuschauers und glaube, habe es das erste Mal nachfühlen können, wie sich Leute an der Strecke fühlen können. Mhm. Was mir halt extrem beeindruckt hat, ist einfach eure Selbsteinschätzung in dem Bereich. Also da merkt man einfach die jahrelange Erfahrung, die ihr da auch habt. Und dass da jetzt keiner irgendwie das Gefühl hatte, hey, wow, wenn der das fährt, dann fahre ich das auch und einfach gib ihm oder Vollgas. Sondern dass da halt wirklich jeder für sich seine Entscheidung getroffen hat und da auch. Also es ist für mich ein sehr angenehmes Gefühl. Da habe ich jetzt nicht großartig Sorgen um irgendwen. Und wenn ihr Bock habt, machen wir das öfter. Die Abfahrt am nächsten Morgen ist das erwartete Vergnügen geworden. Für Nicole, Basti, Harald und Matthias wurde der Wanderweg zum genussvollen Single Trail, den sie ganz ohne Todesgefahr im Nacken genießen konnten. Dank ihrer Fahrräder, die sich von Mountainbikes früherer Generationen deutlich unterscheiden. Ich glaube, eines der grundlegenden Dinge, die sich einfach geändert hat, sind die Geometrien des Rades und vor allem dieses Verhältnis zum Vorbau zum Sattel. Also früher hat man einen viel längeren Vorbau gehabt, der ist mittlerweile recht kurz geworden. Damit ein sehr direktes Fahren, ein sehr breiter Lenker dazu, angepasste Geometrie auf größere Federwege, gerade als früher. Also wir fahren bei so einem Rad mit 170, 160 mm Federweg umher. Und elementar wichtig ist, glaube ich, dass die Bremsen, die sich einfach geändert haben. Das sind in der Regel Scheibenbremsen mit einem ungeheuren Biss, wenn man so will, und einer großen Standfestigkeit, gerade bergab, weil die brauchen wir da. Was die Dinger heute können, ist Wahnsinn.
Du hast jetzt Bikes, die wiegen wie die unseren vielleicht gerade mal so knappe 12 Kilo, haben einen solchen Federweg, können wunderbar bergauf fahren und sind runter zu sensationell. Sich auf das Material hundertprozentig verlassen zu können, ist beim Bikebergsteigen unerlässlich. Heute wollen die vier auf ihr gestriges Abenteuer noch eins draufsetzen. Der Monte Vallon Bianco ist das Ziel. Der Weg dorthin ist als leichter Klettersteig klassifiziert. Einschließlich einiger schmaler Brücken und drahtseilversicherter Passagen. Die Wand, durch die er führt, ist noch schroffer und steiler als die von gestern. Ich glaub's ja nicht. Ja, wow. Ja, leck. Ich schau dir das an. Hallo. Und da ist was. Herzlich willkommen. Boah. Hey, guck da runter. Boah. Matthias. Hi. Der Kai. Leck. Okay. Sauber. Ja, wildes Ding. Schauen wir, dass wir ein bisschen gemeinsam fahren, würde ich sagen. Also ich habe jetzt heute keine große Ambition, da Sachen auszuprobieren. Weiß nicht, wie das okay. Euch geht. Nee, ich habe mein Rad eigentlich nur dabei, um meinen Gipfel zu zeigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde in dem oberen Stück die Querung, die Pharma, das ist schön, aber dann das ganze hacklige Ding darunter, da werde ich ganz geschmeidig schieben und tragen. Dafür ist halt unten raus viel mehr fahrbar, als wir eigentlich gedacht haben. Also da, glaube ich, können wir noch mal richtig geschmeidig locker runterfahren und dann sollten wir eher ein bisschen schauen, dass wir runterkommen, weil auch das Wetter sich langsam weiterentwickelt. Und von daher, glaube ich, packen wir zusammen und dann geht's los. Starten wir los. Also dann. Am Anfang ist der Weg noch breit. Der Abgrund jedoch, an dem es ständig entlang geht, zehrt an den Nerven. Bikebergsteigen ist eine echte Herausforderung für die Psyche. Ich bin froh, dass ich heute so weit gekommen bin, dass ich das Rad bis ganz rauf auf den Gipfel genommen habe. So weit war ich gestern bei dem Weg nicht gewesen und bin über jeden Meter froh, den ich gefahren bin, aber auch über jeden Meter, den ich mich entschieden habe, abzusteigen. Ich habe für mich einfach gelernt, dass beim Downhill-Fahren die Konsequenzen endlicher sind, sage ich mal, als hier. Also hier ist tatsächlich, wenn was schief geht, dann geht's schief und dann war es das. Und sich dessen bewusst zu werden, das ist noch mal eine ganz andere Erfahrung. Also ich denke mal, Bikebergsteigen, gerade jetzt auf solchen Wegen mit solchen Abgründen, das ist einfach ein Extremsport und das ist ein Bergsport und hat halt auch die ganzen typischen Gefahren eines Extremsports und eines Bergsports. Also da ist keinerlei Fehlertoleranz und da soll man auch nicht das Gefühl kriegen, hey, wow, das schaut jetzt aus, als wäre die eine Sektion da super schön zu fahren, das kann ich auch. Also da ist jahrelange Vorbereitung dahinter und viel Planung und Erfahrung. Das, was, glaube ich, den Kitzel und diesen Reiz daraus macht, ist einfach die Höhe. Das heißt, dass man wirklich an so einer Kante steht. Und was dazu kommt, ist natürlich diese Optik da oben. Also wenn du da stehst und um dich rumschaust, 360 Grad, und du hast dieses volle Panorama,
dann merkst du wieder, wie klein du eigentlich selbst bist. Und das Ganze zusammen ist Wahnsinn, ist einfach nur Wahnsinn. Eine Horizonterweiterung. Nichts weniger als das hatten sich Matthias, Nicole und Basti von den 2 Tagen Bikebergsteigen mit Harald erhofft. Ein hoher Anspruch. Aber ihre Erwartungen haben sich erfüllt.